Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Glaube und Wille Box von Veritas Maximus. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Glaube und Wille von Veritas Maximus aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich, aus dem Genre Deutschrock. So sieht das aus, in schwarz und weiß. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann mal im Detail ansehen. So, also wir haben hier eine schwarze Box im Hochglanzlook. Hier oben lesen wir den Namen der Band, Veritas Maximus. Das kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie die größte Wahrheit, also Veritas ist die Wahrheit und Maximus ist so der, die das Größte. Dann haben wir hier zwei Paar oder ja, zwei Flügel, die hier eine 28 einschließen und dann auch hier lesen wir wieder Veritas Maximus und darunter der Albumtitel Glaube und Wille. Es ist das Debütalbum der Band. Bekanntestes Mitglied der Band ist wohl der Frontsänger, der Leadsänger, denn dieser ist auch gleichzeitig der Leadsänger der Bösen Onkels und hat damals eben so ein, ja, ich sag mal, Nebenprojekt gestartet mit Veritas Maximus. So sieht das aus von der Seite, also das, was wir hier vom Cover kennen, hier auf der Seite nochmal etwas kompakter. Und auf der Rückseite haben wir hier einmal die Credits. Das ist übrigens, daher kommt die 28, das ist nämlich das Label, über das das Ganze erschienen ist, K28. Hier haben wir dann diese grauen Flügel, diese Stacheln und dann haben wir hier wohl die Tracklist. Die ist nicht durchnummeriert, ich gehe mal davon aus, auf der CD finden wir sie dann nochmal vor. Gut, ungewöhnlicherweise, dass die Tracklist da drauf ist und nicht der Boxinhalt. Normal macht man ja meistens, wenn man hinten was draufdruckt, den Boxinhalt drauf. In diesem Fall nicht der Fall. So, wir haben hier einmal, das dürfte wohl eine Fahne sein, dann haben wir ein Shirt und natürlich das Album an sich, plus, da war jetzt hier noch versteckt, einen Sticker. So, die Box von Ihnen in weiß. Das ist eine reguläre Klappbox. Packen wir mal zur Seite. Und nachdem bis auf den Sticker hier wirklich alles noch eingeschweißt ist, werden wir die Sachen mal rausholen. So, einmal die Fahne. Also, ich gehe stark davon aus, dass es eine Fahne ist. Dann einmal das Shirt. Wo geht das denn auf? Okay, normalerweise hat man hier immer irgendwo was zum Aufziehen, etwas Zugeklebtes, aber in diesem Fall nicht. Okay. Und dann natürlich das Album. So, bevor wir den Sticker abnehmen, haben wir hier noch einen... Bevor wir die Folie abnehmen, haben wir dann hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Glaube und Wille Tour 2014. Also hier haben wir die Dates. Das ist mittlerweile 5 Jahre her. Ich glaube kaum, dass das für euch noch irgendwie von Interesse ist. Ansonsten einfach mal kurz das Video anhalten. Könnt ihr natürlich das Ganze nochmal in Ruhe durchgehen. So, jetzt ist der Sticker weg und wir können das Cover in seiner ganzen Pracht ansehen. Also, es ist wie auch schon das Boxcover gehalten, allerdings jetzt hier eingeprägt. Das heißt, man kann das hier wirklich erfühlen. Und nicht nur das, sondern das Weiße ist jetzt in diesem Fall auch Gold geworden. Also, Veritas Maximus, Glaube und Wille mit dem Logo hier in der Mitte, alles in Gold. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder den Namen der Band plus den Albumtitel. Und jetzt haben wir hier wieder die Tracklist, allerdings ist diese nicht durchnummeriert. Wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 Tracks, wenn ich mir das nicht verzählt habe. Keinerlei Gastbeiträge und hier unten dann wieder die Credits und einen Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Was lesen wir hier? Die Menschen sind füreinander da, also belehre oder dulde sie. Von Marcus Aurelius. Ja. Der gute Mann aus dem Römischen Reich, besser bekannt als Marc Aurel. Dann haben wir hier die 5 Mitglieder der Band und genau diesen Mann hier
habe ich vorhin angesprochen, das ist eben der Leadsänger der Bösen Onkels. Wird den meisten wohl ein Begriff sein. So, als erstes haben wir hier mal einen Flyer, so einen Einleger mit den Tourdaten nochmal hier im Detail. Okay. Und dann haben wir hier das Booklet. Ungewöhnlich ist das Ganze hier dann befestigt. Was lesen wir hier? Das Universum ist weit, vor allem gegen Ende. Okay, den Spruch, muss ich ehrlich sagen, kannte ich vorher noch nicht. Dann schauen wir uns mal das Booklet an. So sieht das aus. Jawohl, also das gefällt mir schon mal richtig gut. Booklet hier in schwarz-rot gehalten. Hier haben wir so einen Totenkopf. Und dann haben wir hier die Lyrics erfasst. Wow. Okay, das ist auch krass. Hier haben wir weitere Lyrics und hier haben wir tatsächlich wie so einen kleinen Spiegel, in dem man sich dann selbst betrachten kann. Zwar stark verschwommen, aber ihr seht, das reflektiert auf jeden Fall. Und hier kann man sich dann zwar verzerrt, aber man kann sich hier drin sehen. Das ist echt krass. Also das habe ich noch nie in einem Booklet gehabt, dass da einfach mal so eine kleine reflektierende Fläche mit eingearbeitet ist. Und dann haben wir jede Menge wilde Zeichnungen und Grafiken und das Ganze natürlich dann immer unterlegt mit den Songtexten. Hier dann noch einmal die Bandmitglieder. Und so geht das dann hier weiter. Also in Schwarz, Rot und Weiß, rein farblich her, gefällt mir das richtig gut. Und hier haben wir dann noch die Infos, wer hat hier mitgewirkt, also die Credits nochmal im Detail aufgeschlüsselt. Jawohl. Gut, dann packen wir dieses Booklet mal wieder zurück. Ich werde es jetzt einfach mal so machen, wie ich es vorgefunden habe. Und zwar hier nur die letzte Seite so rein. Ich hoffe, das hält. Da ist auch gar nicht so viel Platz. Ich glaube, das ganze Booklet kriegt man da gar nicht unter. So. Ja, jetzt ist das hier drin befestigt. Dann kommen wir zur Album-CD. Dieser ist auch wieder in schwarz-rot gehalten. Also jetzt haben wir es in allen Variationen. Einmal in schwarz-weiß auf der Box, einmal in schwarz-gold auf der CD, also auf dem Cover. Und jetzt hier direkt auf der CD in schwarz und rot. Im Hintergrund lesen wir das hier. Veritas Maximus MMXIV. MMXIV 2014. Ja, genau. Ich dachte jetzt gerade, dass es wieder 28 sein wird, aber nachdem der MM ist, M ist Mille, 1000, 2000, also 2014 deswegen, weil natürlich das Album 2014 erschienen ist. So macht das Ganze Sinn. Dann haben wir ein Shirt mit dabei. Dieses in schwarz und weiß gehalten und wie sollte es anders sein? Auch hier wieder dieses Siegel, dieses Logo abgebildet. Veritas Maximus, Glaube und Wille. Neckprint haben in diesem Fall keinen. Und bei dem Shirt handelt es sich um ein Souls Imperial in der Größe L. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Tut mir echt schwer, das da zu lesen. Also, da lese ich 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Damit nicht genug. Wir haben auch noch eine Fahne mit dabei. Zu der kommen wir jetzt. Und die dürfte echt riesig sein. Ja, wie es für Fahnen so üblich ist, hat man hier auch nicht am Platz an der Fläche gespart. Die ist echt gewaltig. Also, wir haben auch hier wieder auf dieser Fahne das Logo. Ich hoffe, ihr könnt das hier halbwegs erahnen. Oben natürlich Veritas Maximus zu lesen mit diesem Logo in der Mitte. Und darunter dann wieder Glaube und Wille. Das Ganze ist in schwarz-weiß gehalten und im Querformat. Die Fahne ist echt riesengroß. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob ich hier einen Zettel finde. Aber nein, hier ist kein Zettel mit dabei. Also ich kann euch leider nicht genau sagen, was für ein Material oder woher das kommt. Aber ich gehe mal stark davon aus, 100% Polyester hier in der Hand zu haben. Dann packen wir die Fahne mal wieder zusammen. Gar nicht so einfach bei diesen Dimensionen. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann auch noch einen Sticker mit dabei. Der sieht so aus, also kreisförmig hier rauszulösen und beinhaltet auch wieder
das Logo, das Artwork des Albums. Jawohl. So, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat. Dann natürlich das Shirt in Schwarz und Weiß in der Größe L. Der eben gezeigte Sticker kreisförmig, so wie natürlich das Album hier im Digipack mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Glaube und Wille von Veritas Maximus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Veritas Maximus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.